Ja, ich muss erstmal die Doppellonge von dem Sand befreien. Sonst wird die ja noch schwerer. Und dann verfälscht das so ein bisschen das Bild. Weil die denn ja mit viel mehr Gewicht einfach am Trensengebiss hängt. Das hat man natürlich mit so Lederlongen. Das gibt ja auch noch andere, die halt nicht aus diesem Stoffmaterial sind. Die haben sowas natürlich nicht. Aber ich finde die nicht so angenehm in der Hand. Also das ist mir zu dünn. Vielleicht ändere ich ja mal irgendwann meine Meinung. Ja, Victoria ist mir immer eine sehr, sehr große Hilfe und ich bin nicht richtig stolz drauf. Die macht teilweise die Pferde selbstständig fertig, pflegt und putzt die natürlich auch. Das ist richtig schön. Ja, und gestern hat sie ja sogar schon so einen kleinen Part an der Doppellonge übernommen, auch bei Falco oder auch das Schrecktraining. Naja, und letztendlich ist sie natürlich auch immer diejenige, die die Dinge ausprobiert. Ob es machbar ist, ob es nicht machbar ist, weil gerade Falco soll ja auch für Kinder und Jugendliche sein. Naja, und Birm letztendlich soll auch ein gelassener Freizeitpartner sein und werden. Gelassen ist er nun wirklich, also das ist schon Wahnsinn, was er mitbringt. Er ist gar nicht kuckig, läuft überall rüber, aber trotzdem braucht er natürlich ein bisschen Erziehung. Und wenn denn Vicky mit dem klarkommt, was ich vorbereite, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer ganz groß, dass die Besitzer das natürlich auch schaffen. Ja, und gestern gab es wirklich einen Kommentar, da wurde die Frage gestellt, wer denn immer das Mädchen ist, was da durchs Bild läuft. Es gibt wirklich noch welche, die Victoria gar nicht kennen. Und das fand ich richtig süß eigentlich. Und noch besser war es, dass sie wirklich richtig rasant schnell aufgeklärt wurde von ganz vielen anderen. Tja, da müssen wir jetzt wohl mal nachlesen. Wollen wir was zusammen machen? Ja, hast du Lust? Hast du Lust? Wir wollen heute mal was ausprobieren. Und ich bin mega gespannt, wie du das machst. Also wenn du das auch locker machst, ne? Ohne irgendwas, dann bist du echt der absolute Oberknaller. Ah, ich brauche noch meine Handschuhe. Du gehst auf den Platz? Gut. Ich ziehe mir nur meine Handschuhe an und dann komme ich auch. Fein. Ach, guck mal, wir haben vergessen, die Futterschalen mit reinzunehmen. Müssen wir gleich mal machen und auswaschen und Neues reintun. Bleib mal hier oben erst. Dass er nicht da unten sofort über die Stangen gehen muss. Ah ja, super, danke. Ich wollte nur noch mal nachgurten. Ja, weil der rutscht bei Ihnen immer zur Seite relativ schnell, habe ich festgestellt. Na? Ja, das weißt du jetzt schon, ne? Wenn man hier auf dem Reitplatz steht und alles etwas schnallen lässt, ne? Dann gibt's was. Verhindert so ein bisschen, dass die auf den Reitplatz kommen und gleich losstürmen. Das ist dann immer ganz schön, wenn die sich sowas angewöhnen, ne? Dass sie erstmal ruhig stehen bleiben, weil sie was Schönes kriegen. Ja, super. Kann ich ihn warm machen im Schritt? Ja, du kannst ihn gerne mal versuchen, warm zu machen. Mhm. Und ich gehe mal runter und hole die Peitsche. Und dann bleibst du aber hier oben, ne? Ja. Ja, heute wird es sehr schwierig für Bürben, nicht durch Pfützen zu gehen. Es hat nämlich tüchtig geregnet. Und dann geht er ja immer wie so ein Storch im Salat. Bloß, dass keine Spritzer an ihn rankommen. Fein. So, ich mache ihn ein bisschen warm und dann werde ich mal was ausprobieren. Was das ist. Erzähle ich oder zeige ich dann, wenn ich mir sicher bin, dass ich es mache. So. Fein. Ich habe ja gestern schon so ein bisschen einmal ausprobiert, neben ihm herzugehen. Und als er da einmal abkürzen wollte, habe ich ihn ganz leicht, wie in dem Zuckerschnuten-Video, mit
der inneren Longe angetickt und er ist wirklich gleich rausgedriftet. Und da kam mir einfach die Idee, dass ich das vielleicht mal intensivieren könnte. Dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Und was ich aber jetzt schon sehe, ist das gleiche Bild wie gestern. Es ist gar nicht mehr dieses Schnubbeln am Gebiss, dieses hektische Kauen. Das ist ja gestern auch nur noch beim Angaloppieren gekommen. Das war aber ganz zu Anfang die ganze Zeit. Und da ist es jetzt hier schon viel besser geworden. Fein. So, nun mach dich ein bisschen warm und tirap. Komm. Hopp, hopp. Ja, ja, komm. So, man sieht auch hier ganz zu Anfang, parkt er sich ja ganz gerne da vorne. Komm. Hopp, hopp. Und er muss erst mal schnallen, dass er hier ruhig vorwärts gehen kann. Hopp. Hier fein. Komm. Hopp. Super. Klasse. Komm. Ich fange einfach ganz leicht an, ihn hier innen so ein ganz bisschen zu führen, dass er sein Genick wieder weich macht. Ja, fein. Dann kriege ich ihn einfach schneller locker im Genick, schneller zum Abkauen. Ja, fein. Hopp, super. Hier kommt er in die Mitte gedriftet. Kann er noch nicht richtig halten. Drifte raus. Drifte raus. Drifte raus. So. Komm. Super. Ja. So, ich motiviere ihn hier wieder leicht. Ja, komm. Jetzt, fein. Klasse. Hopp und schiert. So, was natürlich in einem großen Kreis jetzt schon super funktioniert, nämlich das Abkauen. Jetzt bin ich ein bisschen kleiner. Da muss er sich jetzt erstmal wieder neu zurechtfinden. Aber auch das, glaube ich, wird er gut machen gleich. So schön. Und tirap. Ja, ich möchte, dass du sofort hörst. Ja. Hm? Kleiner Bürben. Na komm, machen wir nochmal. Prima. Und schiert. Klasse gemacht. So, das ist jetzt einfach eine Erziehungssache, dass er einfach sofort hört. Ich mache es einfach nochmal. Und tirap. Super gemacht. Klasse. Na ja, nicht am Hufschlag kleben. Komm mal ruhig hierher. Oh, ist klasse. Hopp. Hopp. So, und immer wenn ich ihn hier ganz leicht annehme, merke ich sofort hier, dass er eigentlich sich in diese aufrechte Position hebelt. Genick höchster Punkt, so wie er das kennt wahrscheinlich. Und er muss jetzt erstmal umlernen, umdenken. Er soll ja in die Tiefe kauen. So. Fein. Macht dann natürlich viel schneller und viel besser, wenn er so ein bisschen mehr schiebt. Klasse! Jetzt probiert er schon. Super! So, ich probiere jetzt mal was aus. Ich lege vorsichtshalber die Peitsche weg. Das könnte ganz schnell werden, wenn es doof läuft. Ich lasse jetzt einfach mal aus Versehen die äußere Longe hinter seine Hinterhand rutschen und gucke, was passiert. Hopp, hopp. Nix. Oh, toll. Ach, super. Das ist der Wahnsinn. So ist schön. Gut gemacht. Bürben macht alles einfach so mit. Fast so wie Falco.
Prima gemacht. So ist schön. Komm her, dann machen wir gleich einmal die andere Seite. Nicht erschrecken, Großer. Hopp. Donnerwetter. Was bist du denn bitte schön für eine coole Socke? Hä? Bürben. Was bist du denn bitte schön für ein tolles Pferd? Kannst du mir das mal verraten? Was ist das für ein tolles Pferd? Hä? Was bist du denn für einer? Hä? So schön. So toll. Mensch, du. Kann aber deine Besitzerin super stolz auf dich sein. Hm? Na komm. Richtig, richtig toll. Komm, wir machen andere Seite auch mal warm. Und dann probieren wir das nächste aus. Ne, wenn du es auf der anderen Seite auch so schön machst, dann glaube ich, können wir wirklich mal ein Experiment wagen. Guck mal, jetzt wird die schöne Schabracke ganz schmutzig. Und ich habe schon klitschnasse Füße. Ja, ich kann die Frau Friewald richtig verstehen. A, dass sie sich in ihn verguckt hat. Aber zum Zweiten auch, dass sie zu Anfang gedacht hat, der muss doch irgendwann mal ausflippen. Vielleicht wurde der auch unter Beruhigungsmittel gestellt, die Zeit, wo sie ihn getestet hat, weil sowas kann man gar nicht glauben. Das ist also wirklich Wahnsinn. Auch ich habe bis jetzt gedacht, irgendwann muss doch jetzt mal was kommen. Aber der scheint wirklich so zu sein. So ist schön. Super. Komm. Komm, komm, komm. So, auf der Seite ist er ein ganz bisschen empfindlicher. Vorne im Maul, das merke ich, wenn ich ihn annehme, reagiert er mehr, als wenn ich das auf der anderen Seite mache. Da bin ich gespannt, was beim Zahnbefund rauskommt. Nächste Woche. Falke und Bourbon haben bereits einen Zahnarzttermin. Leider war es nicht möglich, diesen früher zu legen. Super, super, super. Komm her, hier. Hopp, hopp. Klasse, machst du das. Ja, einfach nur hier mitkommen. Ja, dann muss das gar nicht so doll sein. Na, so, jetzt guck mal da hinten. Ich muss ihn hier ein bisschen mehr stimulieren. Ja, super. Klasse. Ja, super gemacht. So, ich probiere auch hier die Longe hinten rum zu machen. Geh mal weiter, komm. Super. Klasse. Komm. Passt rein. Und halt. Klasse. Super, jetzt muss er nur wieder heile zurück. Für uns alle heile. Gut gemacht. Donnerwetter. Toll, toll, toll. So toll bist du. So toll. Fängst du gleich an zu schlecken, ne? Ja, welcher Mann hört denn bitte nicht gerne Komplimente? Komm her. Diese Frau scheint genau zu wissen, wie Männer funktionieren. So ist fein. Komm, ja, komm, vielleicht kriegen wir das ja hin. Gut machst du das. Das findest du ein bisschen komisch, ne? Guck mal hier, aber du kennst ja eigentlich Reiterschenkel. Ne? So, Schiritt, komm. Hopp, hopp. Schiritt. Fein, prima gemacht. Super. Schiritt, klasse. Super machst du das, komm. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Weiter geht's, komm. Prima machst du das. Toll. Astrein, ja, komm weiter, komm. Ja, erstmal ein bisschen die Steuerung hier. Vorwärts. Komm. Fein. Super machst du das. Prima. Mal da lang, da brauchst du noch nicht durch. Weiter, komm. Und weiter, komm.
So, und das ist natürlich was ganz anderes, jetzt alleine vorweg zu gehen. Jawohl! Ich versuche hier wirklich gar keinen, nicht am Zügel irgendwie drin zu hängen. Ihn nur, da wollen wir bleiben. Der muss jetzt ja quasi lernen, was ich von ihm will. Probiere ich mal ein bisschen aus, komm. Vorwärts, scheret. Komm. Fein. Da lang. Hopp. Ja, komm. Super. Und weiter, komm. Komm, sei mutig. Das kommt Birben nun doch etwas merkwürdig vor. Oh, ich benutze jetzt nicht die Peitsche. Komm. Hopp, hopp. Super gemacht. Klasse. So, geh mal vorwärts, komm. So, erstmal geht es hier wirklich nur um Lenkung und um Vorwärtsgehen. Hopp. Super machst du das. Klasse. Na, komm, wir wollen da lang. Hopp. So ist schön. Astrein. Das Schöne ist natürlich, das habe ich ja mit Zuckerschnute schon gemacht, dass man dann auch wirklich so über den Crosstrail gehen kann, wenn die das können. Fein. So ist schön. Klasse. Klasse gemacht. So, und jetzt wollen wir links. Links. Hopp, hopp, hopp. Ja, aber da lang. So, klasse. Prima. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Gucke ich mal, was ich hier machen muss. So, damit das einfach alles besser funktioniert. Komm, vorwärts, komm. Ja, fein. Super, ich habe ihn rechts ganz leicht angeklatscht. Und er ist gleich links rumgedriftet. So ist schön. Ich lasse ihn auch erstmal hier außen am Zaun. Das ist ein bisschen einfacher. So, ich guck mal, was passiert, wenn ich ihn links pariere. Rechts ein bisschen treibe. Ja, fein. Super gemacht. Toll. Und weiter geht's. Hopp. Gut gemacht. Fein. Komm. Gut so. Ja, komm. Super gemacht. Komm. Klasse. Lass ihn wieder ausprobieren. Gut gemacht. Klasse. Und hier wieder lang. Klasse. Gut so, Großer. Ja. Donnerwetter. Gut machst du das. Komm, noch ein Stück. Ja. Super. Und vorwärts. Komm. Super gemacht. Ja, los geht's. So, komm, wir machen mal einen Handwechsel. Komm. Super. Klasse. Astrein. Und vorwärts, komm. Hopp. Weiter. Da lang. So ist schön. Klasse. So ist schön. Gut so. So, mal gucken, ob das hier auch klappt. So ist schön. So, guck mal. So, ich pariere rechts ein bisschen. Stimuliere ihn links. Bisschen mehr. Gut gemacht. Klasse. Astrein. Na, das sind doch schon richtig gute Ansätze. Na komm. Hopp. Ja. Geh mal weiter, komm. Weiter, komm. Na, komm her, komm. Probier mal aus, was ich will. Aha. Ja, fein. Hopp. Hopp. Und scheret. Hopp. Nochmal. Nein. So.
schön, klasse. So. So, pass auf, Großer. Klasse gemacht. Komm. Warte. Andere Richtung. Komm, machen wir nochmal. So, machen wir nochmal. Das ist nicht schlimm, Großer. Nee, andere Richtung. Komm. Komm. Super. Klasse. Gut gemacht. Klasse gemacht. Na super. So, komm her. Wir beide sind jetzt mal mutig. Hopp. Komm. So ist schön. Super machst du das. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ob das schon zu weit ist, der Schritt, oder ob es geht. Hopp, hopp. Ja, fein. Guck mal. Super, prima machst du das. Ich meine, das Einzige, was passieren kann, ist, dass er umkehrt und ich nicht schnell genug reagieren kann. Fein, gut so. Prima, hey, bleib mal da. Da ist das grüne Gras doch ein wenig zu verlockend. Jawohl, klasse. Ja, toll. So, so und wenn er mich da vorne nicht hat, nicht in Sichtweite, ich kann ihn vorne jetzt nicht streicheln, dann kann ich aber zumindest ihm die gewohnte Stimme bieten, dass er einfach Sicherheit hat. Klasse, super machst du das. Mensch, was bist du für ein Toller. So ein Toller. Ja, astrein, geh mal weiter. Ja, komm. Komm, fressen kannst du gleich. Hopp, hopp. Jawohl. Jawohl. Komm. Hopp, hopp. Ja, ja. Hopp, hopp. Hm, mal gucken, was jetzt passiert. Falco hat Bourbon wohl schon zugeflüstert, dass man da besser nicht gleich durchgeht. Ne? Ja. Super. Super Aussicht. So macht Bourbon deutlich, was er von dieser Aufgabe hält. Und los geht's. Hopp. Prima gemacht. Super. Hopp, hopp. So. Gucke mal. Gucke mal. Schusch. 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 Fein. Donnerwetter, toll. Klasse machst du das. Super. Ja. Jawohl. So. So, guck. Gehen wir mal über die Matratze. Mal gucken, ob du das machst. Hopp, hopp. Ja, fein, klasse gemacht, super, Großer, Donnerwetter, was bist du toll. Ach, ist das ein tolles Pferd. Ach, was bist du für ein tolles Pferd. Ja, super, super, super. Hopp, hopp. Komm, wir klettern da mal hoch. So. Ja. Ist gut für dein Knie. Da hoch. Schlenker, Schlenker, Schlenker. Du musst einfach nur geradeaus gehen. Guck mal, einfach nur geradeaus. Ja. Ganz langsam. Fein. Ja, super. So ist schön. Und weiter geht's. Ja. Und weiter geht's. Klasse, gehen wir den Berg hoch.
Berg hoch. Super. Das glaube ich richtig, richtig gut heute mitgearbeitet. Ja, komm. Super. So, und das ist richtig toll, auch wenn man jetzt so einen Berg hoch geht. Dann kommt man ja doch schon weit über die, wenn die unten sind und ich gerade oben bin. Und das ist richtig toll, wie der das macht. Der geht hier jetzt wirklich vorweg, wie so ein alter Hase. Fein. Ja, fein. Klasse. Super. So, da ist das Boot, wo Falco gestern wirklich dicke Backen gemacht hat. Er beäugt es nur mal kurz und geht dann dran vorbei. Ja, fein. Super. Klasse. Mal gucken, ob wir das mit Falco auch mal hinkriegen. Ja, Vicky hat sich ganz fest vorgenommen, mit Birben durchs Wasser zu gehen. Sie ist bewaffnet mit Gummistiefeln. Ich sage ihr mal nicht, dass das Wasser viel tiefer ist. Sie wird also definitiv nasse Füße kriegen, wenn Birben da überhaupt durchgeht. Und ich werde einfach mit Campino mitreiten. Eigentlich mache ich das ja mit dem Wassertraining, aber man soll natürlich auch begeisterte junge Mädchen und Trainerinnen nicht aufhalten. Und ich gehe jetzt einfach mit, damit ich zur Not Unterstützung anbieten kann oder so ein bisschen Hilfestellung gebe, damit da halt nicht irgendeine Frustration draus wird. Im Zweifelsfall kann ich ja auch übernehmen. Ne? So, komm Campi, wir beide gehen mit. Ja, Campi, du musst schön nett zu mir sein, ne? Ja, ich bereue es schon. Ich hätte einfach sagen müssen, Vicky, nein, du darfst es nicht. Weil Vicky hat schon ihren Plan und mein Mamaherz rutscht schon wieder nach ganz unten in die Hose. Weil ich natürlich auch weiß, was alles passieren kann und was sich Pferde alles einfallen lassen, wenn sie hier nicht durchgehen wollen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber, okay, so. Komm, wir beide gehen da erstmal rein. Dann sieht Birben, dass das nicht schlimm ist. Birbi, fein. Lass ihn erstmal trinken. Super. Hallo Birben. Irgendwas Gefährliches wird hier schon sein. Genau. Das ist immer gut. Futter treibt's rein. Und er ist ja auch schon durch eine große Pfütze gegangen, weil er was fressen wollte. Pass schön auf deine Füße auf. Ja, fein, lob ihn mal. Super. Toll. Interessant wird es auch noch, wenn die Hinterfüße drin sind. Und wenn er sich bewegt und das ganze Wasser sich bewegt. Klasse! Na, das kennen wir auch anders. Ja, lob ihn mal. Ach, Donnerwetter. Mamas, die machen sich immer zu viele Sorgen. Willst du noch mal? Ja. Campino, gehst du mal vorwärts? Du musst ein bisschen Abstand halten, nicht, dass Campino Haut und dich trifft. Weil es ist ja nicht Birbens bester Freund. Fein. Das ist doch einfach nur ein super tolles Pferd. Ein super tolles Pferd, oder? Das ist der Wahnsinn. So, ich glaube, er hat genug, oder? Das hat er doch wohl richtig toll gemacht. Also, spitze. In this Komm. Dark night, it's too hard for me to say oh. now. If the rays of hope
shine again someday. Das liegt bestimmt alles nur an dir, Kampi. Was hat dir so hinterhergegangen ist. Vielleicht sollte ich Vicky hier auch mal durchgehen lassen. Da reichen deine Gummistiefel aber nicht mehr aus. Was the devil set me drifting once more? Will these clouds ever lift and the map again reveal? At this point it's just too. Ja, also so ein Pferd habe ich noch nicht gesehen. 5 Jahre jung, vor 6 Wochen gelegt und so einen coolen Charakter. Das ist der Wahnsinn. Richtig toll. Also ich habe nicht gedacht, dass das heute so klappt mit der Doppellonge und dann auch noch die Cross-Trail-Tour. Das stand eigentlich gar nicht auf dem Plan, aber perfekt. Huch, was machst du denn schon wieder hier? Richtig toll. Jetzt kommt Falco wieder ein bisschen in Zugzwang. The summer, we were the tide, the clearest of azure, bright as your eyes, golden skin sundress, you were the skies, and I see the color I've known all my life. Ja, wir haben fliegenden Wechsel gemacht. Wir haben jetzt Falco hier. Ich wiederhole von gestern ein bisschen, mach ihn warm. Hoffe, dass die Trabstangen diesmal sofort klappen. Ansonsten muss ich Vicky wiederholen, die ihn ein bisschen mit Hafer motiviert, bis ans Ende durchzutraben. Ja, und Vicky, die möchte ganz gerne das Gelassenheitstraining von gestern wiederholen. Und ich habe auch eigentlich noch eine kleine Zusatzaufgabe vor. Das mache ich aber davon abhängig, wie er das jetzt hier heute alles macht. Klasse! Gut so, Falco. Falco sieht so aus, als hätte er sich alles von gestern ganz genau gemerkt. Mal schauen, was davon er heute wieder zeigen möchte. Ja, was ihm richtig gut tut, ist, dass er wirklich morgens nach dem Fressen gleich rauskommt aufs Paddock. Das Erste, was er macht, ist Wälzen. Und was sich jetzt auch schon verbessert hat, er frisst wirklich sein komplettes Heu über Nacht auf. Das war die ersten 2 Nächte auch gar nicht der Fall. Da hat er noch viel liegen lassen. Man hatte irgendwie den Eindruck, dass er gar nicht so viel aufnehmen kann. Und jetzt mümmelt er alles weg. Und sogar noch viel mehr. Fein. Frische Luft und Arbeit macht natürlich auch Appetit. Falco, Tee rap. Komm. Und Energie. Was war das denn? Mama schiert. Schiert. Wenn er einmal läuft, dann läuft er. Ja, auch ein tolles Phänomen. Vorher musste ich immer antreiben. Da wollte er nicht traben. Jetzt will er nicht mehr durchparieren. Und schiert. Klasse. So, nochmal. Und tierab. Fein, klasse gemacht. Super, Falco. Astrein. Na komm. Super. So, und bei Falco bin ich jetzt eigentlich eher so gestellt, dass ich ihn gar nicht großartig manipulieren will im Trab oder verändern möchte, viel besser gesagt. Ich bin erstmal froh, dass er ganz in Ruhe hier gechillt in eine Runde geht und nicht mehr dieses übermäßige Fahrwerk hat, sozusagen, sondern dass er erstmal in seinem Wohlfühltempo läuft, indem er sich vielleicht später auch anbieten kann. Klasse! So, und ich trabe einfach ganz oft an, dass das einfach langweilig wird. Und Tee rap. Klasse! Super, großer! Astrein! Prima machst du das! So,
Und ich fange nur ganz bisschen an, vorne im Genick, ihn so ein ganz bisschen zu arbeiten, ganz bisschen zu stellen, vorsichtig, weil natürlich auch er so ein ganz bisschen mobilisiert werden muss vorne. Ich mache es aber ganz vorsichtig. Fein. Weil er pariert dann sofort durch. Klasse. Super. So, er kaut jetzt schon. Jawohl. Und so soll es ja auch sein, dass sie zufrieden am Gebiss kauen. Nicht hektisch, sondern ganz zufrieden. Super. Klasse. So, und jetzt bietet er sich schon an. Komm, mein Junge, komm. Vorwärts. Ast rein. Mensch, Donnerwetter. Hä? Jo. Das sind ja rasante Fortschritte. Hä? Du trabst dich schon richtig gut. Ja. Richtig toll. Ja, geh mal los. Ja, auch auf der Hand. Komm. Hopp, hopp. Alles gut. So, auf der Hand merke ich es immer wieder. Möchte Falco gar nicht so gerne rausgehen. Warum auch immer. Jedes Pferd bringt ja so seine Geschichte mit. Und letztendlich kann ich ihm nur zeigen, dass es auf beiden Händen gleich ist. Fein. Klasse machst du das. Und die rechte Hand ist ja auch die Hand gewesen, wo er sich wirklich sehr schwer getan hat, über die Stangen zu gehen. Und Tera, komm. Ja, sehr gut. Klasse. Prima machst du das. Super. So, und ich merke einfach, dass er wirklich drauf reagiert, wenn ich ihn lobe. Dann weiß er, er macht alles richtig. Er muss nicht durchparieren oder irgendwas in Frage stellen. Fein. Lauf schön. Jawohl. Na, siehst du wohl. Toll. Klasse. So, der kann ja selber den Weg suchen. Er kann selber tief kauen. Außen ganz bisschen Anlehnung hat er. Fein. Innen kann ich ihn ein ganz bisschen den Weg zeigen. Komm, komm. War schon zu viel. Komm, Tee, hopp. Hopp, fein. Klasse. Und was ich jetzt total schön finde, ist, dass wirklich dieser aufgestellte Hals gar nicht mehr da ist. Und einfach diese angespannte Oberlinie. Sondern dass er jetzt eigentlich relativ flach, ja, und gechillt hier trabt. Klasse, Schritt, prima. So, na komm, dann fangen wir am besten gleich mit deiner schlechten Seite an. Ne, dann wissen wir gleich, woran wir sind. Hallo? Ja, komm her. Lass uns mal zusammen hingehen. Hopp, hopp. Jawohl. So. Prima. So ist schön. Klasse machst du das. Prima. So, er kann sich das Ganze erst wieder im Schritt angucken. Es passt zwar nicht von den Abständen her, aber es ist mir jetzt mal ein bisschen egal. Ja. Geh dahin. Super, Happy und Konrad sind da. Und komm. Prima, klasse. Super. Ast rein. Toll. Und halt. Klasse. Hallo, Bürben. Na, du siehst ja gut aus. Hä? Wie oft hast du dich denn in Schlamm gepackt? So, prima gemacht. Jawohl, und Tee, rapp.
Klasse! Super gemacht! Ast rein, Großer! Ja! Toll! Da hat er sich einmal ablenken lassen. Macht nichts. Super gemacht. Klasse. Donnerwetter. Falco, schön. So. Ja, lass dich nicht ablenken. Toll. Schild. Oh. Super gemacht. Klasse. Du bist ja ein richtig toller. Ja, das ist doch wohl mal richtig toll. Oh, was hat sich da denn über Nacht bei dir alles getan? So toll. So toll. Klasse. Ja, da bin ich jetzt mal richtig glücklich drüber. Da scheint ja wirklich ein Knoten geplatzt zu sein bei ihm. Richtig toll. Super, 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 Großer. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja. There's a highway out of this town. And the stars light it up as they shine on down. She's driving off in this world alone. No, she ain't never going home. She lights a cigarette, it's one end on the steel wheel. And the radio plays her favorite songs. And if the lyrics get messed up, she won't give up and sing along. She sings along. The girl is always on the run. Faster than the bullet from the gun. Than the bullet from the gun. She said so long, got rid of her phone. She ain't ever going home. Ja, ich werde gleich Mama den Falco abnehmen und werde ihn selber in die Hand nehmen. Mit Knotenhalfter und alles drum und dran. Werd nochmal das von gestern aufholen. Ich bin gespannt, ob er gleich durch den Torbogen geht und auch über die Plane und auch gleich zur Mülltonne. Dann hat er sich erstmal einen Apfel und Hafer verdient. Also, mein nächstes Heimtraining ist wieder sicher. Das ist ja mal richtig toll. So, ich habe gerade was ausprobiert mit Falco. Wir gehen noch nicht zu der Mülltonne, nein. Und zwar reagiert Falco wirklich ganz, ganz fein auf die Atmung und auf die Wörter, die man sagt. Er ist ja eben gerade noch recht spannig gegangen. Geh mal raus hier. Hopp, hopp. Ist ja noch recht spannig gegangen. Im Trab, da kommt man jetzt natürlich auch ziemlich schlecht hinterher. Aber ich habe eben gerade probiert, selber dabei ganz in Ruhe zu atmen. Selber nicht schnell oder hastig zu laufen. Und das war richtig gut. Ich werde es einfach nochmal probieren, ob es nochmal klappt. Aber das ist etwas, das würde ich jetzt aufbauen. Fein. So, komm her. Wir probieren es noch mal, Großer, okay? Ganz in Ruhe. So, ich trabe an, er trabt dann auch an. Super. So, gut so. So, mein Großer. So, achte mal drauf. Und tier ab. So, und ich rede jetzt einfach ganz ruhig weiter. Ich atme, oh, jawohl,
Klasse! Super! Prima! Klasse gemacht! Und das funktioniert! Oh, Falco! Astrein! Oh ja! Ja, ich glaube, wir haben einen richtigen Schritt gemacht. Die Stangen haben funktioniert. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er das mitmacht jetzt. Dass ich so mehr hinterherlaufe, er wirklich die Leine an der Seite hat. Weil wenn ich mal bedenke, was er gemacht hat, wenn ihn wirklich dieses Flatterband berührt hat, das war ja alles nicht so schön. Und das ist richtig toll. Daran werde ich weiterarbeiten und natürlich an der Gelassenheit. Tut mir leid. Und der Trab, der war jetzt eben ganz toll. Richtig, richtig toll. Super, Falco. Ich bin schon ganz gespannt. Vicky? Ich mache gleich eben den Longiergurt noch ab. Du musst immer dran denken, dass es sein kann, dass er nicht da anfängt, wo es gestern aufgehört hat. Also mit Jacke eindeutig zu warm, wenn man rennen muss. So. Da scheint ja schon jemand richtig nervös zu sein. Falco ist es nicht. Ja. Okay, guck mal. Oh. Aha. So aufgeschlossen, ne? Ja. So aufgeschlossen. Willst du auch was sagen? Hier, guck mal, geh dicht ans Mikro, dann hörst du was. Dann hört ihr was. Hier, da. So. Da musst du jetzt reinsprechen. Ich würde sagen, du fängst mit Plane an oder so. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass er durch das Flatterband geht, weil das heute weht. Ich fange mal mit Plane an. Wenn er das gut macht, gebe ich ihm Leckerli und gehe dann zum Torbogen. Ja. Für Vicky alles gar kein Problem. So. Okay, meine Lieben. So, ich bin gespannt. Wir schaffen das schon. Komm mit, mein Großer. Schaffst du? Na komm. Ah. Guck mal, schaffst du. Fein. Schaffst du. Denk an, dass du die Longe durchrutschen lässt. Ja. So. Oh, Gott, klasse. So. Super. Oh. Gleich nochmal, ne? Toll. Das ist einfach durchgegangen, ne? Super, toll. Gotzo. Jetzt ist er einfach durchgegangen, ne? Ohne zu überlegen. Pass auf. Die Steigung ist jetzt, du drehst dich um, gehst von der Seite durch, drehst wieder um, kommst wieder zurück. Okay. Kann sein, dass er von der Seite nicht durchgeht. Kannst du einmal weggehen? So. Danke. Okay, komm her. Das schaffen wir auch. Da bin ich mir sicher, mein Großer. Oh, fein! Hier, dafür kriegst du ein Leckerchen. Ein Leckerchen. Das musst du nicht sehen. Ja, das ist ein Muss. Also, toll. So, pass auf. Ich gehe jetzt mal damit dich da dran, dass er eventuell darunter stehen bleibt. Okay. Du darfst ihn nicht bremsen, wenn er los will. Okay. Ne? Dann darf er das ruhig. Dann gehst du einfach mit. Hm? Komm her. Ja, das ist jetzt natürlich richtig blöd. Ne? Das ist auch bewegt. Nicht bremsen. Nicht bremsen. Fein. Okay, schön. Lies einfach noch. Was ich hier rein. Schau, was ich traue. Das nächste Mal machen. Vicky. Du kannst nicht einfach da an der Seite stehen bleiben. Du musst mitgehen, vorne mitgehen. Ist das passiert? Außer, dass er dich angestoßen hat? Gut. Vicky ist hart im Nehmen. Die Arbeit mit Pferden ist und bleibt aber gefährlich. Kann aber auch immer passieren. Ist mir auch schon passiert. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass du immer vorne bleibst. Bei genauerem Hinschauen hat Falco Vicky lediglich ein Bein gestellt. Dadurch, dass Vicky nicht mitgegangen ist, hat der leichte Zug am Strick ausgereicht, dass Falco einen Ausfallschritt gemacht hat. Das hätte in der Theorie sicher vermieden werden können.
aber das passiert Vicky nun bestimmt kein zweites Mal. Soll ich den mal nehmen? Ja. Dann musst du nicht durchgehen. So, Großer, guck mal. Ja, guck mal hier. Andere Pferde hätten hier auch nach dem bedrohlichen Plumpsen ausschlagen können, um dann ihrem Fluchtinstinkt zu folgen. Falco ist währenddessen von Vicky weggesprungen und sofort stehen geblieben, um zu schauen, was passiert ist. Das hat Ariane ihm später noch mit einem Möhreneimer hoch angerechnet. Passieren kann immer etwas, wenn man sich mit 700 Kilo Lebendgewicht einlässt. Der eigentliche Schreck kommt aber dann doch immer erst ein wenig später. Ja, guck mal. Guck mal. Hier, komm. Jetzt hat er sich selber erschrocken. Komm hier, komm. Na komm. Na komm. Ja, komm. Schaffst du. Komm hier, komm. Komm hier, komm. Komm hier, komm. Hier, komm. You are the summer. Komm hier, komm. We were the tide. Oh. Clear is the vision. Okay. Bright as your eyes. So. Golden skin sundress. Ja, das gerade eben war ein kleiner Unfall, in Anführungsstrichen. Er hat mich aber einfach nur geschubst. Ich habe für eine Sekunde nicht aufgepasst und dann hat er mich geschubst und ich bin dann im Körpereinsatz wie ein Fiederchen gegleitet. Waves washing over, the sand on my feet. Time is an ocean and I'm lost at sea. Tomorrow won't find us, but I still believe. Searching for you is looking for me. We are timeless. 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 Warte, warte, warte. Hopp, halt. Super. Ja, ja, du musst nur lang. Genau, gut gemacht. Ne? So ist es. Du musst dann halt einfach schnell zur Seite und ihn an dir vorbeilassen. Ja, da, wo ich mir gar keine Gedanken mache, da passiert es natürlich. Einmal nicht aufgepasst. Es kann so schnell gehen. Und deswegen finde ich immer, dass es ganz wichtig ist, dass man das wirklich übt und dass man da auch so ein bisschen Erfahrung hat, weil es kann wirklich gefährlich werden, auch so eine Bodenarbeit. Ja, Falco ist immer ganz geräuschempfindlich und überall mit seinen Ohren. Und deswegen habe ich jetzt vor, die Mülltonne noch mit dazu zu nehmen, aber sie nicht einfach nur da stehen zu lassen, sondern ich möchte sie ganz gerne mit mir oder hinter mir herrollen und ziehen. Ja, und Falco soll eigentlich entspannt neben mir hergehen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Mama, du hast da eine kleine Schlaufe in der Longe. Ach da, jo, danke. So, ich werde es jetzt erstmal hier auf dem Sand machen. Da ist es ja nicht ganz so laut. Aber ich möchte natürlich auch gerne dann einmal auf den Hof gehen, wo es wirklich rappelt. Ja, und dann gibt es da natürlich auch noch Steigerungsmöglichkeiten. Du hast nur noch Augen für Hafer, ne? Da geht's hin, wenn du gut hörst. So. Komm. Er weiß, dass da Hafer drauf war. Er weiß es. Deswegen guckt er wahrscheinlich immer auf den Deckel. Fein. Und halt einmal eben Hafer drauf. Bittchen. Oh, fein. Vielleicht kannst du dich ja mal vorne zum Tor stellen. Mhm. Und dann komme ich da einfach mal mit dir hin. Und das nächste Mal gehst du mal zur Garage. Okay. Okay? Mhm. Wenn Falco wieder erwarten später dann doch nicht als Therapiepferd für Kinder und Jugendliche eingesetzt werden kann, bleibt ihm immer noch, in die Recyclingbranche zu wechseln. Super, klasse, gut. Würde ich sagen, du gehst einfach mal da zum weißen Stein. Ja. Toll, ne? Ist das ein tolles Training, ne? So ein Futtertraining. Komm.
So ist schön. Klasse. Das macht er richtig, richtig gut. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh. Gotto! Klasse gemacht. Jetzt hast du den Apfel super entdeckt. So. Falco? Ja, das ist mal eine Überraschung gewesen. Ich hätte echt gedacht, er erschreckt sich, er springt so ein bisschen zur Seite bei diesem Geklapper. Gar nicht der Fall gewesen. Richtig toll. Ich probiere morgen den Einkaufswagen. Falco? Ich glaube, für heute hat er Feierabend. The summer, we were the tide, the clearest of azure, bright as your eyes, golden skin sundress. You trotz kleinen Federunfall. Ja, zum Glück ja nichts passiert, ne? Ja. Aber erschreckt man sich erstmal, ne? Ja, das ist so. Na prima, komm. Ja, und Falco hat so immer seine extra Portion Hafer. Der braucht ja auch noch einiges auf seine Rippen. Ne? Und das ist natürlich super.